Ja, neu im Katalog, einer der Top-Seller bei uns im Katalog ist diese Neuheit. Hatten wir noch nie und wird uns aus den Händen gerissen. Es ist eine LED-Anzeigetafel, die haben wir in zwei verschiedenen Größen für Sie. Und die macht richtig Spaß, oder? Also wir haben schon die ganze Zeit jetzt vor der Sendung damit rumgespielt sozusagen. Verstehen Sie es bitte nicht falsch, aber es ist natürlich wirklich auch ein Artikel, der uns richtig schön Spaß macht. Das ist etwas, was ich immer schon mal haben wollte. Für ein Kinderzimmer, mal für eine Kellerbar beispielsweise oder vielleicht mal für eine Party oder so. Also man kann es für so viele verschiedene Bereiche einsetzen. Denn mit moderner LED-Beleuchtung ist ja heutzutage sind Sachen möglich, die hättest du vor 10, 15 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten. Wir haben zwei verschiedene sogenannte LED-Streifen. Auf diese LED-Streifen können Sie verschiedenste Symbole, verschiedenste Schrifttypen oder auch mal eine Uhrzeit oder eigentlich was auch immer Sie wollen projizieren und das auch auf eine Art und Weise, wie Sie sich das vorstellen. Entweder als geschriebenen Text, Sie können das Ganze durchlaufen lassen, beispielsweise heute gibt es Freibier, jedes Bier 1 Euro oder so. Lady Night. Sie können Ladies Night, heute tanzt Diana Salsa mit Ihnen oder sowas. Also egal, was Sie machen möchten, Sie können es machen. Und wir haben zwei verschiedene Größen für Sie. Wir werden mit der kleineren Variante in der Grafik anfangen. Das ist die Variante, die Sie oben sehen, da habe ich mal eine Uhrzeit für Sie eingeblendet, was natürlich auch möglich ist in verschiedensten Varianten. Ich möchte Ihnen aber gerne mal auf dem etwas größeren Streifen im unteren Bereich zeigen. Kurz zu den Maßen, der obere kommt auf 17 cm in der Länge und 7 cm in der Breite. Der untere ist natürlich fast noch interessanter, wie ich persönlich finde, mit gut 35 cm in der Länge und ungefähr 10 cm in der Höhe. Jetzt habe ich natürlich mal eine sehr, sehr schöne Nachricht da einfach mal reingeschrieben. Zum Beispiel auch mal für den Partner, wenn du das jetzt so haben möchtest. So, jetzt könntest du beispielsweise hingehen und sagen, gut, mir gefällt aber die Farbgebung des Schriftbilds nichts. Dann wechselst du sie ganz einfach mal durch. Machst beispielsweise mal, Moment, ich schreibe den Text nochmal eben neu. Moment, I love you. Moment, so, zack, so. Und den übertragen wir jetzt beispielsweise mal in der Farbgebung rot. So, wow. Oder Sie möchten das in grün machen. Dann machen Sie es in grün oder Ihnen gefällt es in blau besser, dann ist das auch in Ordnung oder von mir ist auch mal mehrfarbig, auch überhaupt kein Thema. Sie möchten auch eine Hintergrundfarbe anbringen, auch das kein Thema, machen wir mal blau auf rot, zack, und schon ist die Hintergrundfarbe geändert. Ich mache das übrigens hier mit einer kostenlosen App, die Sie sich herstellerübergreifend übrigens ganz einfach runterladen können. Die ist kostenlos, die bleibt auch kostenlos für Sie und damit können Sie natürlich all das machen, was ich gerade angesprochen habe. Und jetzt gehen wir hier nochmal in den Text rein und werden das Ganze verändern. Hier die ganzen Farben beispielsweise. Hier können Sie den Text eingeben. Wenn Sie es hier sagen, zack, dann öffnet sich direkt das Textfeld und da machen wir jetzt einfach mal was rein. Was schreiben wir denn da jetzt mal rein? Kannst du auch Emojis und sowas machen? Ja, das kann ich auch. Moment. Welcome home. Heute. Welcome home. Oder heute ist Happy Hour. Etwas. Das ist im Geschäft, na, kann auch ja, im Geschäft, sein. Das ist wie Werbung. Also sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Besonderes für Sie. Ich habe auch in So, jetzt haben wir das hier und jetzt machen wir das mal in einer bunten Schrift. So. Einmal so. Ja, heute haben wir etwas Besonderes für Sie. So wäre das heute normalerweise. Gibt's etwas. Ja, das ist natürlich doof jetzt hier. Nee, jetzt pass auf, jetzt machen wir nicht Folgendes. Jetzt gehen wir hin und sagen ganz einfach: Moment. Jetzt gibt es was Besonderes für Sie. Ja, ja. Für Sie, so. Große Sie. Würde ich auch sagen, Carsten. Ja, ich habe Sie jetzt nur mal reingehackt. Ja, so. Sowas beispielsweise. Sie können aber auch sagen, ich möchte das anders machen. Wir nehmen noch mal einen anderen Text. Nehmen wir den Text mal einfach raus. So, und sagen noch mal dieses einfache I love you. So, so und jetzt gehen wir hin, übertragen das erstmal auf den normalen Bereich. So. Ja. Und jetzt gehen wir mal hin und sagen, ich möchte, dass das Ganze anfängt zu blinken. So, sowas beispielsweise. Ja? So, das mache ich jetzt alles hier mit der App. Das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Das soll etwas langsamer blinken. Deswegen nehme ich ganz einfach mal das Tempo beispielsweise runter. So, ja. Oder ich möchte sagen, der Text soll atmen sozusagen. Schauen Sie mal hier. Dann kommt der quasi von oben nach unten reingeflockt oder als Schneeflock. Guck mal, das ist auch schön. Guck mal jetzt hier. Das wird wie Tetris, ne? Ja. Und das natürlich mal bitte in einer anderen Farbe. Das hätten wir jetzt ganz gerne noch mal in Rot. Ja. Sie merken, worauf das hinausläuft. Das ist natürlich mal großartig, wenn ein DJ irgendwo steht und sagt, heute ist DJ XY für Sie am Start. Oder DJ Happy Birthday. Carsten. Oder heute heiraten wie ist dein Ingo DJ-Name und noch Diana Carsten? Oder so. Bitte? Wie ist dein DJ-Name?
Mein DJ-Name? Lazy Casey. Lazy Casey. Lazy Casey. Lazy Casey. Wow. Hast du einen DJ-Namen, Diana? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Du hast mir auch einen. Weil das Jingo de la Noche. Jingo de la Noche, das ist dein DJ-Name. Du bist die Sparkle. So, pass auf. Jetzt hast du auch einen Namen. Ich zeige euch nochmal was. Ihr habt eben so gelacht über die Musik, die Auswahl der Musik. Moment. Ich lasse jetzt jemand ein bisschen Musik spielen. Das ist deine DJ-Musik, ne? Ja? Das ist meine DJ-Musik, ganz genau. Jetzt wissen Sie, warum das ich niemals Aufträge Stimme bekomme. So, jetzt habe ich hier mal Musik laufen lassen und dieser Schriftzug quasi, der ertönt quasi zu der Musikfarbe. Wenn mir das nicht gefällt, dann nehme ich ganz einfach mal ein anderes Symbol, beispielsweise dieses hier. Ui. Ist das? So, oder jetzt noch weiß was ich, warum anderes, du Lazy Casey hier heißt. Ja, das ist wirklich Lazy Casey, jetzt verstehe ich. Ihr wird die ganze Zeit schon über meine Musikauswahl gelästert. Ist das krass, ja? Oder Sie können es natürlich noch anders machen. Wenn Diana Ihnen mal ein Liedchen singen soll, pass auf. Oh, bitte. Dann machen Sie es ganz einfach so. Sing mal was. Feliz Navidad. Oh, Weihnachten, ja? Okay. Ist auch nicht mehr weit weg. Ich singe nicht, ohne Spaß. La, 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 la. Also. War eine saubere Choreografie. Oder so ähnlich. War eine saubere Choreografie. Sie merken, worauf es hinausläuft, wo immer Ihnen der Sinn nachsteht. Und wenn Sie ganz einfach sowas mal hinhängen in einem Jugendzimmer und sagen, pass auf, ich mach mal eine Uhr rein. Mhm. Sowas jetzt hier. Oh, ja. Cool. Oder mit Animation. Ja, mit Animation. Ja. Hier mal so eine. Oder vielleicht mal was anderes Peppiges. Auch gerne mal sowas hier. Einfach nur ganz kurz umschalten. Sie kommen mit der Menüführung hier in die unterschiedlichsten Punkte rein. Können auch eigene Objekte beispielsweise erstellen. Und ja, Sie können auch Emojis reinpacken, Herzchen oder sonst was für Geschichten. All das ist ohne weiteres machbar. Für Halloween. Zeig mal diese Augen. Für Halloween. Augen. Lass mal eben gucken. Warte mal. Bildtext. Die Augen waren bei Animationen. Wir filmen uns hier selber. Oh, das gefällt mir so warte, sehr. Nee, Moment, ich muss mal eben suchen. Für Halloween DIY-Animation. Etwas auf die Vitrine lassen oder im Fenster. Wo war das? Moment. Also wir haben die in zwei verschiedenen Größen. Sie haben eben die Bestellnummer für die kleine Größe gesehen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei der großen Größe. Es ist einfach ein Riesenspaß. Es macht vor allem Spaß, damit rumzuexperimentieren, Nachrichten zu übermitteln. Hier, Sie haben es gesehen, als DJ muss man sowas eigentlich haben. Einfach so ein D-Sparkle, Lazy Casey und die Jingo de la Noche legen heute Abend für Sie auf. Kann man hier alles ganz einfach mal zeigen. Wow. Hier, so, jetzt sind wir bei Halloween angekommen. Ihr wolltet es ja so, ihr habt ja quasi drum gebettelt. Ja. Ja, oder mal ein paar, oder sowas hier, guck mal hier, der ist auch cool. Moment, den hier. Oh. Kann ich mir vorstellen, nachts oder so spätabends, na, ja, du gehst einfach vorbei ein Haus und in Fenster siehst du diese Augen. Ja. Oh mein Gott. Das ist schon eine coole Angelegenheit, cool, oder? Ja. Das ist richtig cool. So. Also Sie merken, worauf es hinausläuft, egal wo Sie sind, egal was Sie machen möchten, vielleicht auch mal einfach mal eine nette Nachricht, irgendwas, ist auch sowas mal ganz witzig. All das lässt sich eben hier über die App steuern. Nochmal, Sie haben die vorinstallierten Geschichten, Sie können eigene Symbole machen, Sie können ein Herzchen machen, Sie können einen Schrifttyp machen, ob der von links nach rechts, von oben nach unten oder von unten nach oben da durchläuft oder einfach nur aufblinken soll in einer Farbe Ihrer Wahl. Lassen Sie Ihrer Kreativität ganz einfach freien Lauf. Ich finde es großartig. Es ist, oder? Richtig klasse. Ich sage Ihnen mal die beiden Bestellnummern. Die kleine, die mit den 17x7 cm, die ZX8726 und die 569, die sehen wir hier oben. Und die große, die ist 35x10 cm groß. Die hat die Bestellnummer ZX8726 und die 569. Ganz, ganz einfach hier bestellen. Das Ganze wird per USB betrieben. Das heißt, Sie können hier ganz einfach das Netzteil natürlich auch noch mit dazu bestellen. Wenn Sie mehrere davon bestellen, können Sie sogar zwei davon gleichzeitig anschließen, weil wir hier ein Netzteil, mit zwei USB-Steckplätzen haben. Ja, genau. Das am besten gleich mit dazu bestellen, dann können Sie eine oder zwei Dinge gleichzeitig entsprechend betreiben oder vielleicht auch ganz einfach mal das Handy parallel laden zu dem, was Sie da gerade drauf projizieren. Wenn Sie Gewerbe treiben, ist auch das ohne weiteres möglich. Mal in einem Kiosk beispielsweise, in einem Schaufenster oder sowas, ja, ein Kosmetikbetrieb oder sowas, wo Sie sowas mal einblenden möchten. Lassen Sie Ihrer Fantasie ganz einfach mal freien Lauf. Es ist ein ultraflexibles Band, kann ganz einfach mit Doppelklebeband festgeklebt werden. Und dann macht es mal richtig ordentlich Spaß. Jetzt wissen Sie, was ich gesagt habe, als wir eingangs damit angefangen haben. Zwei Größen und ganz viel Spaß. Viel Spaß damit.